willkommen zu einem weiteren Vlog und wahrscheinlich zu dem letzten Vlog aus Ägypten, Kairo. Wir gehen heute bei Magdi Abendessen. Seine Frau kocht für uns. Er will YouTube-Star werden. Deswegen hat er gesagt, wir sollen die Kamera mitnehmen. So, Freunde, der Tisch wird langsam hier voll gemacht. Familie super nett. Schaut euch selber an. Es ist. Nein, ich kann nicht. Ich kann Warum? Nein. Besseres Buffet als Baron Palace, als unser Hotel hatte, Leute. Das mag die Sohn. Zwillinge einfach, die beiden. Twins. You are twins. Same face. Yeah, you look the same. Feel. Hina? Halber. Lachen die noch achtmal über die Witze? Shokra Magdi. So Leute, wir probieren Schafsfleisch. Ich hab Schafsfleisch. Schafsfleisch ist voll aufgelesen. Mich Helwa. Helwa. Ja, gut, mich Helwa. Okay, mich Helwa, wenn du willst. Hey, ich habe Corona und Leib. Roa. Roa. Das ist Roa. Das sieht ein bisschen aus wie Börek. Und schmeckt auch so ein bisschen. Sehr, sehr lecker. Galas mag die. Aha. Sag mal, er hat für eine Woche gekocht. Das ist echt nicht mal eine Woche. Mich in Arde, eine Nacht durch Bett, mit einer Nacht für uns. Ja. عشان نعمل لها اليوتيوب دوت وننزله في المانيا يعني. يا كويس. هبا شكرا. كويس. Leute, wir haben versucht alles zu essen. Ich habe insgesamt 7 Schnitzel gegessen. 7 Schnitzel. Samir und ich haben hier die weirdesten Momente. Es ist, eigentlich können wir uns alle nicht miteinander unterhalten. Nur ich und sie und der Rest der Familie mit sich selbst. Und trotzdem super schön irgendwie. Die Leute sind herzlich. Es macht Spaß. Akel Helwa. Family is everything. My family is little. Your family is big. Magdi Merkel. Was Merkel بتاعتي konnte hier leider nicht zu viel filmen, weil ich nicht respektlos sein will. So Leute, es ist mittlerweile dunkel, wir haben es geschafft. Wir haben sehr schön gegessen, eine super Zeit gehabt und jetzt zeigen wir euch den besondersten Markt zu einer ganz anderen Uhrzeit und zwar den Khan Khalili. Viel Spaß! Bye bye! Shokra Magdi. People you know, no fucking hush your mouth, silence when I. Wir befinden uns auf dem krankesten Markt dieser Welt, meiner Meinung nach. Ja Leute, was gibt's hier alles? Ich glaube alles, oder Samir? Was gibt's also, hier nicht? Kleidung, Gewürze, echten Goldschmuck, Silberschmuck, Modeschmuck, keine Ahnung, Schuhe.
Es gibt, glaube ich, alles, was man sich vorstellt hier. Und auch unique Sachen, die man halt jetzt nicht überall bekommt. Es ist der berühmteste Markt Ägyptens. Ich kannte diesen Markt schon, bevor ich nach Ägypten gereist bin, das erste Mal. Ich wusste, den gibt's. Wir haben es 8 Uhr, 9 Uhr. Ihr seht, diese Stadt fängt jetzt erst an aufzuwachen. Yes. Shukran. Alles gratis, thank you. Ich spiele einfach Schach in dem Laden jetzt. I played 2 times in my life. Yeah, 2 times? 2 times. Sieht sehr, sehr schlecht aus. Shit, man. But I played good. I played good. You play well. You're starting well. Shukran. I told them, Fred from the man who said I can't play well. Yeah. No problem. Shukran. You're welcome, my friend. This is, I told you. Mein zweites Mal in Schach. Wie habe ich mich geschlagen? Was haben sie gesagt? Alle, dass ich gut gespielt habe, gell? Need it? Okay, Shukran, I need a toe ring. Kaufen gerade Amethystenketten für Samia. So, wir müssen es jetzt leider so machen, da der zu viel verlangt. Wir haben jetzt unseren Ferdi, das ist ein sehr, sehr enger Freund auch von Samia und so. Haben wir jetzt gesagt, was wir wollen. Wir gehen jetzt wieder und er kauft es morgen und bringt es uns. Wenn ihr so jemanden habt in Ägypten, dann macht es auch so. Wir schauen gerade Sachen an, die wir uns nicht leisten können. Boah. So, ich will mir so eine riesen Galabea holen, dieses typische Dubai-Outfit, und das besorgen wir jetzt schnell. Ich zeige euch wahrscheinlich jetzt den interessantesten Laden. Es ist richtig inside. Irgendwelche Treppen hochgehen. Und dann bist du in so einem geheimen Store. Jetzt zeige ich euch mal, wie der Laden aussieht. Hier kommt nicht jeder her. Salam alaikum. Ma'alim! You can go? Shukran. Schaut euch das an, Leute. Geisteskrank. So sehen die Läden aus, in die nicht jeder reinkommt. Hello. Hi, how are you doing? Sri Lager. Do you have a white galabeya for men? For men? White. Yes. White one with with the turban and this, you know. This was you? Alles meins. There. Hier, Leute. Gibt's hier eigentlich auch gefälschte Sachen? Hier. Hardrock Café zum Beispiel. Riesenlager, Leute. Da hinten geht's noch weiter. Und das war's eigentlich auch schon. So sieht es aus, wenn ihr T-Shirts kauft. Hier sind die zuerst. Hier haben wir den Ring, Leute. Ist es die richtige Größe? Schon, gell? Ich find's fresh eigentlich. You can buy everything from here. Yeah. Good prices. And you can take drinks. Good service. So, 200 Pfund habe ich jetzt für das ganze Outfit bezahlt. Wenn das einer billiger schafft, schickt mir Beweis. Das war ein kurzes Video von Magdis Familie bis zum Khan Khalili. Ich habe mein Outfit bekommen, meine Kette wurde poliert und liebe Grüße aus Ägypten, Kairo. Wir sehen uns. Kairo-Turm. Und ich habe ein Nackenkissen an. Sami hat einfach ein Nackenkissen.